In diesem Video werden verschiedene Probleme vorgestellt, die Ihnen möglicherweise bei der Nutzung von Adobe Connect begegnen und Tipps, wie Sie diese Probleme lösen können. Ich höre nichts. Achten Sie darauf, dass der Lautsprecher verbunden ist. Das erkennen Sie daran, dass er grün ist. Außerdem darf die Lautstärke weder in Adobe Connect noch im System Ihres Computers auf 0 gestellt sein. Am besten gehen Sie über die Anwendung in den Meetingraum, nicht über einen Browser. Wenn die Anwendung jedoch nicht zur Verfügung steht, können Sie auch einen anderen Browser als den bisher verwendeten nutzen. Die Kamera geht nicht. Nutzen Sie nach Möglichkeit die Anwendung Adobe Connect und keinen Browser, um den Meetingraum zu betreten. In den Einstellungen des Computers muss erlaubt sein, dass Adobe Connect auf Kamera und Mikrofon zugreifen darf. Wenn Sie das Programm nicht nutzen können, sondern auf einen Browser angewiesen sind, sollten Sie ausprobieren, ob die Kamera sich bei einem anderen Browser verbinden lässt. Die Kamera geht nur in manchen Räumen nicht. Hier ist oft das Format, in dem das Kamerabild angezeigt werden soll, 16:9. Manche Kameras können sich dann nicht verbinden. In den Voreinstellungen des Raumes können Veranstalter das Bildformat für die Webcam-Anzeige allerdings auf 4:3 umstellen. Ich bin nur Teilnehmer in meinem eigenen Raum. Man muss sich vor Betreten des Raumes als registrierter Benutzer mit Benutzername und Kennwort anmelden. Wenn man direkt das Programm Adobe Connect öffnet und diese Abfrage gar nicht erscheint, müssen Sie oben rechts auf die Schaltfläche Abmelden klicken. Beim nächsten Start des Programms können Sie sich dann wieder als registrierter Benutzer anmelden. Ich kann meinen Bildschirm nicht freigeben. Die Freigabe des eigenen Bildschirms funktioniert ausschließlich über das Programm, also die Desktop-Anwendung Adobe Connect. Sie können, falls Sie über einen Browser im Meetingraum sind, oben rechts auf das kleine Fragezeichen klicken und auswählen „Zur Desktop-Anwendung wechseln“. Wenn Sie Linux-User sind, gibt es keine solche Anwendung. Sie können Ihren Bildschirm tatsächlich nicht freigeben. Bildschirmfreigabe beim Mac geht nicht. Bei einem Mac muss in den Datenschutzeinstellungen die Bildschirmaufnahme für Adobe Connect erlaubt werden. Sonst ist nur der Bildschirmhintergrund zu sehen, aber keinerlei Inhalte. Danach müssen Sie Ihren Computer einmal komplett neu starten. Präsentationen lassen sich nicht hochladen. Die maximale Größe für Dateien, die man in Adobe Connect hochladen kann, ist 100 Megabyte. Präsentationen sind normalerweise kleiner, aber zum Beispiel viele hochauflösende Bilder können auch zu größeren Dateien führen. Es ist sinnvoll, eingefügte Bilder zu komprimieren. Dateinamen mit Umlauten, Leerzeichen oder Sonderzeichen lassen sich ebenfalls manchmal nicht hochladen. Man kann versuchen, eine Datei in einem anderen Format abzuspeichern, zum Beispiel PPT statt PPTX, und erneut versuchen, sie hochzuladen. PDF-Dateien funktionieren fast immer. Ein Umweg zum Ziel ist es, einen Dateienpod zu öffnen und dort hinein die gewünschte Datei hochzuladen. Danach kann man genau diese Datei auch im Freigabepod wiederfinden, und zwar unter Hochgeladene Dateien. Wenn man nicht nur im Meetingraum Veranstalterrechte hat, sondern im Adobe Connect-System als Mitglied der Gruppe Autoren oder Meetingveranstalter eingetragen ist, hat man erweiterte Rechte und kann auf einen Ordner „Meine Materialien“ zugreifen. Dort kann man ebenfalls Dateien hineinladen. Dieser Weg steht aber nicht allen zur Verfügung.
Präsentationen schalten von allein weiter. Hier ist die Lösung, ein oder mehrere Male auf den Zurückpfeil an der Unterkante des Freigabepots zu klicken. Meist hält die Präsentation dann an. Falls das nicht zum Erfolg führt, kann man anstelle einer PowerPoint-Präsentation eine PDF-Datei verwenden. Teilnehmende können selbst Präsentationen weiterschalten. In diesem Fall ist die sogenannte Synchronisation ausgeschaltet. Das ist eine Funktion von Adobe Connect, die man aber auch aus Versehen starten kann, was dann für alle Seiten verwirrend ist. Die Lösung ist in diesem Fall: Klicken Sie auf die beiden kleinen gegenläufigen Pfeile, die Sie oben rechts im Freigabepot finden. Einzelne Layouts flackern. Das Problem tritt vereinzelt auf. Diejenigen Pots, die an der Außenkante des Layouts liegen, sind ein klein wenig zu groß, um in das Layout zu passen. Das passiert manchmal bei der Umstellung von der klassischen Raumansicht in die Standardansicht. Das Problem ist leicht lösbar. Verkleinern Sie die außenliegenden Pots. Eine winzige Änderung reicht normalerweise aus. Macs sind in einer Update-Schleife gefangen. Wenn ein Mac immer wieder die Aktualisierung der App verlangt, obwohl man genau das gerade gemacht hat, versucht er, einen Meetingraum in der Standardansicht mit der Adobe Connect Classic App zu öffnen. Es gibt nämlich zwei unterschiedliche Apps, die gemeinsam installiert werden für die unterschiedlichen möglichen Raumansichten. Abhilfe hier: Öffnen Sie die Programmliste Ihres Mac direkt und wählen Sie dort die App Adobe Connect aus, nicht die App Adobe Connect Classic. Dann können Sie den Raum in der Standardansicht betreten.